Es wird mal wieder Zeit, meinen Namen alle Ehre zu machen. Denn heute habe ich drei neue One-Piece-Theorien mitgebracht, die wahrscheinlich nicht jeder von euch kennt. Trotzdem kursieren sie gerade im Internet rum. Die eine quatschiger als die andere. Trotzdem gucken wir uns die an, denn von einer bin ich zumindest überzeugt. Deswegen schnallt euch an, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt rund um One Piece. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One-Piece-Theoretiker, One-Piece-Theorien und mehr. Bei der ersten Theorie, die ich jetzt vorstelle, ist es auch so ein Fall, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen, dann hat mich live jemand auf der Dokumi live angesprochen und hat mir die nochmal ans Herz gelegt und jetzt lege ich sie euch ans Herz. Und zwar besagt die Theorie, dass Smoker, den wir in Chapter 1117 gesehen haben, auf seinem Motorrad einen großen Eisblock hinter sich herzieht, wo Garp drinne ist. Das bedeutet, er hat Garp schon gerettet. Wie kann das aber sein? Erstmal auf dem Panel sieht man wirklich hinten so einen Block und es sieht aus wie ein Eisblock. Natürlich ist es immer ein bisschen Interpretationssache und auch nicht immer so klar zu erkennen. Aber ich würde schon sagen, das ist ein Eisblock, den er hinterherzieht. Und er fragt dabei noch Tashigi, wo sie gerade ist. Sie sagt, sie ist im Krankenhaus. Was dann auch Sinn macht, dass Smoker auch dort jetzt auf dem Weg hin ist, wenn es Garp ist in diesem Eisblock, der ja schwer verwundet war, abgestochen von Shiryu. Schwer verwundet durch den Kampf mit Kusan. Da ist vielleicht sogar ihn eingefroren ins Krankenhaus zu bringen, sicherer. In der One Piece Welt natürlich, weil er so ein bisschen archiviert bleibt. Und Tashigi selbst war auch auf Beehive bei diesem Riesengeschehen mit der Sword-Einheit dort. Nur Smoker hat gefehlt. Vielleicht war er schon dort. Einige sagen, auf dem letzten Panel dort, wo man Garp noch liegen sieht und so, ist überall Rauch, so das könnte sein, dass er dort in seiner Logia-Rauchform die ganze Zeit war. Warum sollte aber Smoker in der Lage sein, Garp dort jetzt mitzunehmen, wenn die Blackbeard-Piraten da sind? Also erstmal war Blackbeard nicht anwesend, es könnte sein, dass Smoker dann da war, wo Blackbeard auch noch nicht am Start war und dort hat halt Kusan das Sagen. Kusan hat Smoker selbst gerettet auf Punk Hazard, das bedeutet, die haben irgendeine Connection, er hat ihn vor Doflamingo gerettet und Kusan selbst hat gefühlt dreimal Robin gehen lassen, obwohl er sie mitnehmen hätte können und dann seinen Job eigentlich richtig machen, hat er sie dreimal laufen lassen, weil das Smoker das geschafft hat, dort Garp einfach heimlich noch weg mitzunehmen und abzuhauen, halte ich fast für unwahrscheinlich bei den krassen Haki-Nutzern, bei den Blackbeard-Piraten und Kusan noch. Also vielleicht war der extrem verwundet und hat es auch nicht mehr so mitgekriegt und Smoker hat es geschafft, heimlich Garp da rauszuziehen. Aber irgendwie glaube ich, dass es, wenn dann ein Deal oder beziehungsweise der Move von Kusan war, ihn dann auch freizugeben. Ich frage mich halt, wofür und wie soll er das verargumentieren vor Blackbeard, was perfekt noch zur letzten Theorie, die ich euch heute vorstelle, mit reinspielt. Aber wir haben uns so lange gefragt, wo ist Smoker? Gerade nach Punk Hazard. Er wollte zu Vegapunk, dann war Egghead dort, wir haben ihn nicht gesehen, dann haben wir sogar Tashigi gesehen, die ganze Zeit und jetzt letztens erst haben wir Smoker gesehen. Und wenn er jetzt so einen Schlüsselmoment mal wieder kriegt und auftaucht und vielleicht sogar auch irgendwie mal stärker ist, weil wir sind uns alle einig, glaube ich, dass der in der neuen Welt nicht viel zu sagen hat, wenn es um Stärke geht. So, der hat gegen Doflamingo verloren, gegen Vergo verloren, deswegen muss der auch irgendwie jetzt in dieser kurzen Zeit, es ist nicht so viel Zeit vergangen, aber irgendein Power-Up bekommen haben oder das Erwachen seiner Teufelsfrucht freigeschaltet oder irgendwie sowas. Und das ist auch wirklich die Theorie, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Eisblock ist. Es sieht wirklich so aus. Schreibt mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Die zweite Theorie, die ich euch vorstelle, ist schon eine maximale Quatschtheorie, die trotzdem gerade ein bisschen Feuer kriegt so in der Community. Ich werde sie euch vorstellen. Wir haben vor kurzem ja ein paar Infos bekommen bezüglich Amazon Lily. Die aktuelle Königin dort ist ja Boa Hancock. Und wir kennen ja auch zum Beispiel diese Oma Gloriosa, diese alte Frau, die immer bei ihr ist. Die war die Königin vor drei Generationen. Nach Gloriosa war Shaki die Königin auf Amazon Lily, die mit Rayleigh dort in der Bar chillt. Das haben wir auch von Oda erfahren, was allein auch schon eine krasse Enthüllung ist. Und wer nach ihr danach die Königin war, wissen wir nicht, beziehungsweise wussten wir nicht. Also vor Boa Hancock und zwischen Shaki gab es noch eine Königin, die an einer Krankheit gestorben sein soll. Das wurde extra jetzt von Oda in der aktuellen SBS 109 so betitelt. Sie heißt Toritoma, beziehungsweise sie hieß Toritoma. Sie soll an einer Liebeskrankheit gestorben sein. Und diese Krankheit soll wohl immer wieder den Königinnen auf Amazon Lily passiert sein, diese Liebeskrankheit. Und nur Shaki Gloriosa und Boa Hancock haben es irgendwie geschafft, dieser zu entkommen. Also ich frage mich wirklich, ob das noch storyrelevant irgendwann wird. Und jetzt kursieren sofort mehrere Theorien im Netz zu dieser Toritoma, die Königin vor Boa Hancock. Die bekannteste ist, dass es Crocodile war. Wir kennen das Geheimnis von Crocodile, der sich in Impel Down ja auch vor Ivankov da so ein bisschen vorgeschämt hat und das nicht wollte, dass Ivankov dieses Geheimnis enthüllt, was Ivankov über ihn weiß. Ivankov kann nun mal Geschlechter umwandeln. Bei Rogers Hinrichtung haben wir auch nur den Hinterkopf gesehen mit so langen Haaren, die zurück am Kopf so waren von Crocodile. Auch nicht sein Gesicht. Und er soll als diese Toritoma untergetaucht
getaucht sein und dann das Geschlecht umgewandelt von Ivankov sozusagen bekommen. Und das ist jetzt der aktuelle Crocodile. Oda hat schon mal aber Crocodile als Frau gezeichnet, wo ich dann sage, ja okay, er sieht schon anders aus, so wie Oda ihn als Frau gezeichnet hat, dass es nicht so realistisch ist. Dazu noch die Narbe natürlich, die muss ja aber nicht früher da gewesen sein. Aber das ist wirklich eine Theorie, die uns seit Ewigkeiten verfolgt. Crocodile war eine Frau. Ja okay, aber wann und wie Oda das jetzt endlich auflöst oder am Ende doch nicht auflöst, wissen wir alle nicht. Wir versuchen halt immer nur, die nächste Möglichkeit zu finden. Und eine weitere Theorie zu dieser Frau ist es, dass es die Mutter von Ruffy ist, wie immer, wenn eine neue Frau auftaucht irgendwo. Erst war es Ginny, jetzt ist es Toritoma, die Dragon so doll geliebt hat, dass sie daran gestorben ist, weil sie ihn nicht mehr sehen konnte. Ich weiß nicht, Leute. Schreibt eure Meinung zu dieser Theorie bitte in die Kommentare. Es ist meiner Meinung nach Quatsch. Ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, die Amazon-Lily-Königin sind alle noch am Leben. Also Gloriosa, Sharky und Boa Hancock. Deswegen muss sie ja echt früh dann gestorben sein. Deswegen wäre es irgendwie schade oder beziehungsweise vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Infos, weil sie ja dann wahrscheinlich Königin war, so zu Roger-Zeiten oder so, könnte ich mir vorstellen. Natürlich war Sharky auch noch da, aber sie hätte auf jeden Fall auch zu dieser geilen Piratenzeit noch irgendwo regieren müssen. Vielleicht gibt es da irgendwann irgendwie mal was. Die letzte Theorie, die ich habe, ist zu Blackbeard. Und zwar ist es so verdächtig, dass Blackbeard immer wieder von der Marine als Verhandlung ein Marinekriegsschiff haben will. Und die Theorie besagt, dass der Mann, der vom Feuer gezeichnet ist, irgendwo im Calm Belt rumschwimmt mit dem schwarzen Schiff und mit Strudeln, die er alle um ihn herum versenkt, angeblich. Denn Blackbeard hat vor einem Jahr schon mit Kusan drüber geredet in der Bar, ob er was darüber weiß. Und ich kann mir vorstellen, dass Blackbeard auch jetzt in diesem Jahr, in einem ganzen Jahr, wo er eigentlich nur das wahrscheinlich als Ziel hatte, weil die anderen drei Rogue-Poneglyphen, die waren ihm bewusst, wo die sind, so. Dass er die früher oder später anderen jetzt abnimmt, wie es ja bei Law getan hat, das hatte er, glaube ich, schon von Anfang an geplant, dass er an die irgendwie kommt. Aber dieses eine Poneglyph, was verschollen ist und dann die Info dazu, dass dieser eine Mann es haben soll, der aber nirgendwo stationär auf einer Insel ist, sondern die ganze Zeit umherfährt. Und die Blackbeard-Piraten haben selbst auch schon angenommen, dass es jemand von der Weltregierung sein muss oder so. Und es könnte wirklich sein, dass sich jemand von der Weltregierung oder ein starker Marinetyp mit diesem Schiff einfach im Calm Belt in diesem Gürtel umherschippert, einfach nur, um das Poneglyph sicher zu verwahren. Denn falls ihr es nicht wusstet, Vegapunk hat es erfunden, dass er diese Schiffe, die Marinekriegsschiffe, von unten mit Seestein beschichtet. Also mit diesem Gestein, was auch die Teufelsfruchtnutzer so schwächt und regungslos macht. Mit dieser Beschichtung sind die Marinekriegsschiffe ausgestattet. Und deswegen können sie dort im Calm Belt umherschwimmen, ohne dass die Seekönige die Schiffe zerstören, weil das ist die Heimtücke an diesem Calm Belt und genau das kann man umgehen. Und da Blackbeard gefühlt auf einem Baumstumpf losgesegelt ist und jetzt auch nur ein Upgrade von einem Floß hat, zwar mehrere und die sind auch schon gut mächtig, diese Floße des Saber of Zabek, das sieht schon geil aus, aber die Seesteinbeschichtung ist halt irgendwie essentiell, um im Calm Belt umherzuschwimmen. Also warum sollte er sonst dieses Schiff wollen? Und jetzt durch Caribou, der ja mitgenommen wurde von Katharina Devon und Van Oger, wird er wahrscheinlich eh die Info kriegen, dass Pluton, das größte Kriegsschiff aller Zeiten, die antike Waffe, freigesetzt wird, wenn Wanos Grenzen geöffnet werden. Diese Info wird Blackbeard erfahren durch Caribou. Caribou hat es nämlich gehört und das ist das krasseste Kriegsschiff. Also wenn es ihm um die Zerstörungskraft des Schiffes geht, dann doch wohl eher Pluton, dass er sich Pluton schnappt. Aber die Seesteinbeschichtung von den Kriegsschiffen ist halt wichtig für den Calm Belt. Das ist das einzige Fazit, was man irgendwie gefühlt daraus ziehen kann, was wiederum bedeutet, dass Blackbeard irgendwas herausgefunden hat, was dann im Calm Belt sein muss. Und das muss dann eigentlich das letzte Road Poneglyph sein. Oder er weiß irgendwie trotzdem schon, dass da Laughtail ist oder die Insel oder keine Ahnung, das glaube ich nicht. Oder halt um einfach das auch als Transport zu nutzen, um schnell da durchzukommen, so, weil er vielleicht das als Route irgendwie nutzt dann später oder keine Ahnung. Es muss wieder ein kleines Puzzlestück sein für einen gigantischen Blackbeard-Plan, wo er vielleicht hin muss und vielleicht hat er genau diese Info. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare zu diesen drei Theorien. Die Blackbeard-Theorie finde ich ganz nice und auch die Smoker-Garb-Theorie finde ich nicht schlecht. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.